Heute gibt es bei mir ein typisches Sonntagessen. Rindsroulade. Diese drei Prachtteile werde ich gleich verarbeiten. Weitere Zutaten sind Wurzelgemüse, Schinken, Brühe, Rotwein, Salz, Pfeffer, Senf, Tomatenmark, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Pfeffer, frisches Oregano, Butterschmalz zum Anbraten und einen großen, großen Topf. Beinahe hätte ich die Zwiebeln und den Knoblauch vergessen. Ich habe mal soweit die Füllung vorbereitet, damit die ganze Geschichte auch etwas schnell geht. So, dann nehme ich mir mal eine runter. Ich mache mal eine vor, wie ich sie befülle und wickel. Wir starten mit Salz. Und Pfeffer. Ich würze die Rouladen immer nur von innen, weil Pfeffer von außen eh verbrennt beim Anbraten. Jetzt kommt der Senf ins Spiel. Jetzt ein paar Zwiebeln, der Schinken. Zu guter Letzt die Gurkenstreifen. So, klappe ich das mal hier so ein bisschen nach innen. Hier drüben auch. Die Gurken sind natürlich ein bisschen groß. So, und dann fangen wir an zu wickeln. Nummer 1. Die drei Rouladen sind fertig gewickelt und mein Wurzelgemüse ist auch schon zerteilt. Und jetzt können wir anfangen mit dem Anbraten. Dazu gebe ich das Butterschmalz in den Topf und die drei Rouladen dazu. Die werden jetzt von allen Seiten schön angebraten, von allen Seiten leicht gebräunt. Kommen die Jungs jetzt hier mal raus. Und das Wurzelgemüse rein. Schuss Tomatenmark. Ein
die restlichen Zwiebeln und das Knoblauch und der Füllung kann man auch ruhig mit rein. Jetzt sollte es allerdings ein bisschen schnell gehen. Und das Ganze mit Brühe ablöschen. Jetzt kommt der Rotwein ins Spiel, wenn ich ihn denn aufkriege. Die Rouladen haben 2 Stunden geschmort, kommen jetzt raus, damit wir die Soße machen können. Werden derweil im Ofen bei 50 Grad warm gestellt. Die sehen ja gut aus. Jetzt wird meine Soße passiert. Doch etwas nachhelfen hier. Und die wird jetzt ordentlich aufgekocht. Die Soße wird jetzt reduziert, dann abgeschmeckt und ganz zum Schluss kommt die berühmte kalte Butter rein, die dann die Soße sämig abbindet. Die Kartoffeln sind fertig, Fleisch ist auch fertig, Rotkohl ist fertig, es kann angerichtet werden.